Nathanaels Notebook macht komische Geräusche. Jetzt ist er auf der Suche nach Hilfe. Da kommt ihm die neue Filiale der Computerhilfe Taucher gerade recht. Hier gibt es Hilfe bei allen Problemen rund um den Computer. Also Taucher gibt es jetzt seit letzter Woche. Seit 3.9. haben wir eine Neueröffnung gemacht. Und wir wollten halt den Leuten, sag ich mal, in den äußeren Bezirken von Leipzig genau denselben Service bieten wie den Leuten in der Zentrumnähe, sag ich mal so. Das Problem ist schnell lokalisiert. Es ist der Lüfter. Nachdem der Lüfter gereinigt wurde, wird der Computer wieder einwandfrei funktionieren. Aber jetzt heißt es also erst einmal das Gehäuse öffnen. Der Lüfter ist schließlich im Rechner verbaut. Die Kunden können, wenn sie wollen, auch bei den Arbeiten zuschauen. Um den Lüfter zu reinigen, muss dieser komplett ausgebaut werden. Für den Computerspezialisten Robby Funke ist das Routine. Das häufigste Problem ist einfach wirklich, wenn ein Rechner in ein paar Jährchen läuft, die Lüfter da drinnen permanent Luft anziehen, dass einfach die Verdreckung zunimmt, sag ich mal so. In der Regel sollte man alle halben Jahre den Rechner einmal auseinanderbauen, einmal reinigen lassen, sag ich mal so. Das steigert die Langlebigkeit und ja, ist halt gut für einen Rechner. Neben solchen Reinigungsarbeiten bietet die Computerhilfe Taucher unter anderem Hilfe bei Reparaturen, der Zusammenstellung eines neuen, individuell auf den Kunden angepassten Rechners oder beim Aufrüsten eines alten PCs. Auch die Datensicherung und Rettung bleibt nicht außen vor. Nathanael ist jedenfalls zufrieden, denn sein Notebook funktioniert wieder. Er kann also glücklich wieder nach Hause gehen.